Ja, hallo, da sind wir wieder, die Frauen am virtuellen Brunnen. Und das ist die Ausgabe vom April 2019. Und wir wollen heute über die Seele sprechen. Seele ist ein breites Thema. Wir haben früher schon mal gesprochen, ich glaube vor 2 Jahren war das. Da ging es um Werder Hasselmann. Das wird möglicherweise heute auch reinkommen, aber wir wollen das doch etwas breiter fassen, das Thema. Erstmal fangen wir an mit einer kleinen Runde. Ich bin Heidi Hörnlein und ich bin in Italien und ich habe thewisdomfactory.net als Plattform oder als Ort, wo wir diese Gespräche alle führen. Und außerdem sind wir auch der Online-Salon des Integralen Forums, von dem wir hier einige Mitglieder versammelt sind. Ja, soweit zu mir. Und wer möchte als nächstes? Ja, dann begrüße ich euch mal, liebe Zuhörer, Zuschauerinnen. Ich bin die Marie Roos, ich bin aus Luxemburg und habe dort seit 11 Jahren, leite ich dort einen integralen Salon. Und das Integrale packt mich immer noch. Und das Thema Seele heute, na, mal gucken, was wir da zusammenbekommen. Gut, ich gebe weiter. Ja, dann mache ich weiter. Ich bin Daniela. Ich lebe im Süden von Deutschland, in der Nähe von Nürnberg in Fürth. Bin dem Integralen verbunden, bin sehr aktiv im Integralen Forum und habe mich gerade die letzte Zeit sehr mit dem Begriff Seele beschäftigt und nicht nur mit dem Begriff und bin ganz neugierig, was wir heute hier am Brunnen entwickeln werden. Und es geht weiter. Dann bleib nur ich. Wir haben Föhnwetter in Wien. Es ist, ja, es ist etwas mühsam derzeit, sehr, sehr heiß. Und ich habe den halben Nachmittag wieder ein Buch weitergelesen von einem Felix Gronau, Das Lächeln der Unendlichkeit, wo es also sehr um die Seele geht, die meiste Zeit. Und auch um vieles, was wir alle so selbstverständlich schon nehmen, Schattenarbeit, Projektionen. Und ich habe gemerkt, es macht mich ein bisschen mürbe. Also das Thema Seele, ja, ich umkreise es und ich bin sehr gespannt, wie wir es integral aufdröseln werden. Schön. Aus den Notizen, die Marie Roos geschrieben hat, die sagt, Seele ist nicht gleichzusetzen mit Psyche, Seele ist nicht gleichzusetzen mit Bewusstsein. Und ja, was ist Seele? Was denken wir so aus dem Hut heraus, was Seele ist? Oder wie wir sie wahrnehmen oder Zugang finden? Ich habe immer noch dieses Tropfenbild. Ich glaube, der Wilber hat es auch irgendwann einmal erwähnt, dass Essenzen unseres Seins sich sammeln in einem Tropfen, der ins Meer des Unendlichen eintaucht irgendwann. Und damit kann ich ganz gut in dieser Inkarnation leben, weil ich doch das Gefühl habe, was immer ich denke, was immer ich tue, es hinterlässt irgendwo eine Spur in meiner Essenz, sagen wir Essenz. Aber weiter bin ich noch nicht damit. Also vor allem die von euch, die Grace and Grit, Mut und Gnade gelesen haben, wird euch vielleicht auch aufgefallen sein, dass die Trea im Sterben immer wieder den Ken Wilber bittet, sie zu finden. Und er meint, er hat es dann so interpretiert, dass er ihre Weiblichkeit in sich findet. Aber ich weiß nicht, also ob sie das wirklich gemeint hat. Aber es ist jedenfalls eine Stelle, die mich sehr berührt hat in dem Buch. Und vielleicht können wir auch darüber ein bisschen reden, was wir uns vorstellen,
was wir hoffen, vielleicht, wie es weitergeht mit unseren Liebsten nachher. Ja, ist ein heikles Thema. Ich habe gerade, bevor wir angefangen haben, mehrere Videos, auch gestern schon, zu Past Life Experiences beziehungsweise auch zu Near-Death Experience, also Nahtoderfahrungen, gehört. Und gerade vorhin habe ich gehört, von einer Krankenschwester oder Hospizschwester, die so viele Leute im Sterben begleitet hat. Und sie hat also beschrieben, wie sie glaubt, dass, ich würde das mit Seele bezeichnen, sich die Seele der Menschen öffnet oder auch offenbart im Sterbeprozess. Viele dieser Leute haben gesprochen davon, dass vielleicht ihre Mutter, die schon verstorben ist, oder Ehemann oder so jemand kurz vorher gekommen ist zu ihnen. Das heißt, wer kommt dann? Es ist die Seele von dem, ja. Und ich weiß es nicht, ich werfe das jetzt mal hinein. Und dass sie selber die meisten dieser Menschen durch die Nahtoderfahrung gemerkt haben, dass sie wer anderes sind als dieser Mensch hier auf Erden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie damit ihre Essenz meinen, wie du sagst, Monja, und ihre Seele meinen. Ja, nur einfach mal so hineingeworfen. Ich habe auch den Eindruck, dass das, was ich Seele nenne, oder dass es etwas gibt, dass das eben mehr ist als ich jetzt hier, mein Ich hier, meine Persönlichkeit, und das ist mehr als meine Psyche. Und das ist alles an den Körper gebunden, aber da ist etwas vorher gewesen. Vielleicht ist es auch vielleicht ist etwas vorher gewesen, vielleicht ist etwas nachher gewesen. Wird etwas nachher sein? Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass da etwas Individuelles ist, an dem ich dranhänge, aus dem heraus ich lebe oder das, was ich, was irgendwie mir den individuellen Impuls gibt, hier im Leben etwas ins Leben zu bringen. Dass Seele etwas Individuelles ist. Wo es herkommt, wo es hingeht, ja, darüber können wir definitiv nur spekulieren. Auch mit Nahtodserlebnissen, Erfahrungen können wir nur spekulieren letztendlich. Und es könnte sein, dass trotzdem, dass auch das, was ich jetzt gesagt habe, dass ich es fühle, es spüre, als ob es etwas Individuelles, etwas Größeres sei, das mich da führt oder ja, aus dem ich hervorgegangen bin, vielleicht ist auch das nur ein Konzept. Diese Becky Hawkins, die ich gerade gesehen habe in YouTube, die sagte, das war ein Vortrag, den sie gehalten hat, dass es ja heißt, Gott hätte den Menschen in seinem Abbild geschaffen. Und sie sagt, es ist sehr viel mehr. Sie sagt, und das erinnert mich auch ein bisschen an das, was Ken Wilber sagt, dass der Mensch ein Ausdruck des Gottes ist, der sich individuell in den einzelnen Menschen erfährt. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Definition. Das würde dann bedeuten, dass die Seele, diese individuelle Seele, dieser Aspekt Gottes ist, der sich in dir erfährt. Ja. Das ist, also da höre ich jetzt, das passt nämlich auch für die Psyche und die Persönlichkeit, ne? Dass ich ein göttliches in ein Ebenbild Gottes bin oder aus dem Göttlichen herausgegangen bin. Aber das sagt mir jetzt noch nichts über den Unterschied Persönlichkeit, Psyche, Geist, Seele. Na, ich würde das so verstehen, dass sie sagt, wir sind praktisch Gott. Ja?
ein Aspekt von Gott. Ja. Ja, eine Inkarnation eines Aspektes von Gott. Ja. Und das fand ich eigentlich eine schöne Idee. Ich habe gerade... Entschuldige. Also Monika, mach's. Ja, ich wollte nur noch sagen, das ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung. Weil es gibt ja auch, ich habe heute das Buch von Pinker wieder über Gewalt gelesen. Es gibt auch den Archetyp des Bösen. Auch ein Teil Gottes. Also, ja, wen sollen wir noch verurteilen? Ja, genau, das geht dann nicht. Ne? Wir können da nicht verurteilen. Ich habe gerade noch mal einen Satz von Wilber gefunden, der mir zu denken gegeben hat. Und zwar, er knüpft auch ganz gut an, eigentlich an alle drei Dinge, die ihr gerade, an eure drei Vorworte. Und zwar, wenn individuelle Seelen entstehen, gibt es bereits eine oder ihre, gibt es bereits seine oder ihre einmalige Perspektive. Also es gibt schon eine göttliche Perspektive, wenn individuelle Seelen entstehen. Und also ich weiß jetzt nicht genau, wo er ihn geschrieben hat, in welchem Zusammenhang. Aber dieser Satz, den finde ich ganz interessant, dass es scheint, es hat irgendwo eine Perspektiveinnahme und es ist Gott erfährt sich oder Geist erfährt sich durch uns. Und ich glaube, unser Wunsch, das Böse nicht dabei zu haben, ist ja auch ein Wunsch. Die Existenz umfasst das auch. Es umfasst das Licht und Schatten. Umfasst. Ich glaube, es braucht es auch, um zu wachsen, um sich zu entwickeln. So komisch das klingt. Und für mich ist deswegen die Seele schon, die einzelnen Seelen sind schon irgendwie einzigartig und gleichzeitig aber nicht unverbunden, sondern wie Facetten von etwas Großem, wie diese Tropfen, von denen wir es gerade hatten. So würde ich es vom Bild her sehen. Warum wollen wir eine Seele? Um etwas Unsterbliches zu haben? Du nickst, Mary Rose? Ja, ich habe mich auch gefragt, um etwas Unantastbares zu haben, um etwas Größeres zu haben, was zu mir gehört und was trotzdem größer ist, bevor ich in dem großen Göttlichen da verschwinde, ganz verschwinde. Gibt es noch so etwas Kleines Göttliches? Ist das so ein Wunsch? Hast du gesagt? Ja, so ungefähr, ja. Das erinnert mich an deine Frage, als wir mit Victoria sprachen, die heute gern dabei gewesen wäre, aber nicht konnte. Wozu brauchen wir eine Bedeutung? Und Seele ist ja doch, wenn wir von Seele sprechen, ist das, dass wir da eine Bedeutung für unser Leben doch drin sehen wollen, irgendwie. Ja, nicht? Ein Sinn, ja. Mhm. Eine Sinngebung. Was wären wir ohne Sinn? Ohne Sinngebung? Was wären wir dann? Wahrscheinlich so wie eine Katze oder wie ein Hund oder sowas? Noch weniger. Noch weniger. Weiß ich nicht, denn ich weiß nicht, ob sich ein Vogel oder so groß Gedanken macht, ob er eine Seele hat oder nicht. Wir machen uns Gedanken drüber. Das heißt nicht, dass man nicht auch eine Seele haben kann, wenn man sich keine Gedanken macht. Genau. Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das... die Hasselmann, glaube ich, ist das. Ne? Die spricht ja von Tieren nur als eine Kollektivseele. Ja. Ja. Also wenn ich unseren Hunzel in die Augen schaue, ich weiß nicht, ob er nur kollektiv ist. Also dann habe ich schon das Gefühl, da webt etwas zwischen uns. Aber das kann auch nur meine Einbildung sein, natürlich. Ja, oder weil ich Leckerlis habe. Genau. Ich sprach ja nicht davon, dass Tiere keine Seele hätten. Das glaube ich ganz stark, dass sie eine Seele haben und sogar auch eine bisschen individuelle sogar. Ich sprach davon, dass sie sich nicht um die Bedeutung ihres Lebens scheren, was wir offensichtlich tun.
Ja, aber nicht wegen der Seele. Nein, nein. Aber die Seele ist ein Weg, um uns eine Bedeutung im Leben zu finden oder zu konstruieren oder zu hoffen oder was immer. Oder damit erpresst zu werden und genötigt zu werden und manipuliert zu werden von Institutionen. Also, ich will gar nicht dran denken, weil ich habe jetzt einiges davon gelesen wieder. Mit Ablasszahlungen und, aber immerhin, ja, auf die Weise ist der Stefan, der Petersdom entstanden, aber trotzdem. Ach, ja, daran. Ich habe jetzt gleich nicht den Zusammenhang gemacht, den du gemacht hast, aber jetzt, wenn du von Ablass der katholischen Kirche und was da mal alles gezahlt worden ist früher. Ja. Ja. Ist doch ein wunderbares Geschäftsmodell, oder nicht? Ja. Wenn man Geld braucht. Ja. Ja, war es. Da muss man erst drauf kommen. Ich meine, da muss man doch erst drauf kommen. Also, stell dir das vor, etwas, was nicht greifbar ist, was hier nicht wirklich ist und du lässt dafür bezahlen. Es ist ein fantastisches Modell, ja. Aber wenn Menschen darauf reinfallen oder reingefallen sind, ist das, weil sie selbst glauben, sie haben eine Seele? Also ist es vielleicht doch erfahrbar? Mhm. Oder macht es wirklich nur unser Verstand? Um sozusagen hoffen zu bleiben, um eine Vorstellung von einem Leben nach dem Tod zu haben, von diesem kleinen Besonderen. Ist das wieder unser Ego, das die Seele haben mag? Mhm. Was mir sofort einfällt, sind die Krämerseelen. Wenn euch das ein Begriff ist, weil da kannst du ja, indem du was bezahlst, kriegst du was zurück. Das heißt, deine Seele ist dadurch liquid. Also du hast eine bessere Aussicht aufs Jenseits und das sind halt die Krämerseelen. Also das ist doch aber bloß eine mögliche Deutung von Seele, nicht? Also wie es vielleicht sogar missbraucht wurde. Ja, es ist sicher eine negative Beschreibung von einer Art, die Seele zu missbrauchen. Ich gebrauche für mich den Begriff Seele oder Suche nach in mir etwas, was ich eben Seele nennen kann, aus einem ganz anderen Grund. Nicht um in die Zukunft oder nach dem Tod zu schauen, sondern um zu schauen, um zu erfahren, was will hier in diesem Körper, mit dieser Persönlichkeit, was will hier ins Leben kommen? Und da habe ich so, ist für mich eben der Begriff Seele, ja, da ist eine Seele dahinter, die hat irgendein Ziel in diesen Dimensionen, in diesem Universum oder die will was. So ist eher mein persönlicher Zugang zum Begriff Seele oder weswegen ich mich mit etwas beschäftige, was Seele heißen kann. Und ich denke auch, dass die was kann. Also in dem Sinne, dass der Unterschied zwischen einer Seele und der anderen Seele sind verschiedene Qualitäten, die wir als Individuum haben. Ja, also wenn Mozart Musik geschrieben hat, ich könnte das nicht. Ja? Also vielleicht meine Begabung ist eine andere. Und ich denke, diese Grundbegabungen, die wir ins Leben bringen und auch entwickeln können noch und weitergeben können, dass das irgendwas mit der Seele zu tun hat und nicht so sehr mit der Psyche. Ja, dass das irgendwas ist, womit wir schon, jedenfalls mit den Anlagen dafür, wenn es dann noch gefördert wird, ins Leben kommen. Wir haben darüber mit Victoria gesprochen, ne, Monia? Mhm. Und ich finde, für mich macht das Sinn, dass das eben nicht nur der Urgrund ist, der sich in allen ausdrückt, sondern dass die Individualität in diesen verschiedenen, sagen wir mal, Begabungen des Einzelnen sich ausdrückt in der Seele und dass man möglicherweise die durch verschiedene Leben, wenn man das akzeptiert, dass es mehrere Leben gibt, dass man die möglicherweise entwickeln kann. Und dann kommen wir wieder zu Hasselmann, dass man eine reifere Seele sein kann oder eine sehr junge Seele oder sowas, je nachdem, wo man steckt. Also ich möchte euch wirklich noch einmal das Buch
das Lächeln der Unendlichkeit ans Herz legen. Da geht es hauptsächlich um... Na, ich will euch nicht die Point verraten, weil ich war natürlich neugierig und habe den Schluss gelesen und daher das Buch völlig anders gelesen, was gut war, weil sonst hätte ich mich nur geärgert und dass ich das Ganze noch einmal lesen muss. Aber es geht also hauptsächlich auch um die Fähigkeit, lieben zu lernen, zu können, auch zwischen den Geschlechtern, was offensichtlich für Männer schwieriger ist als für Frauen, sage ich ja mal rein ja, herausfordernd, um ein Hölzel zu werfen. Aber das ist für mich schon auch eine Vorstellung und auch Mut und Gnade passt da sehr schön hinein. Also die Fähigkeit, bedingungslos zu lieben, hat sicher etwas mit der Seele zu tun für mich. Fähigkeit. Und wenn es keine Seele geben würde, gäbe es dann auch keine nicht die Fähigkeit zu lieben? Ist das bedingt durch ein Konzept oder durch das Dasein einer Seele, einer individuellen Seele? Ja, ich kann es nur von mir sagen, also mit jedem Jahrzehnt, dass ich älter geworden bin, hat sich die Liebesfähigkeit geändert. Also mit 30 war das völlig anders als mit 40 oder 50. Ja, ja. Und es ist einfach weiter geworden. Einfach. Das könnte aber auch Psyche sein. Das war nicht meine Frage, Monja. Meine Frage war, ist die Liebesfähigkeit, entwickelt die Liebesfähigkeit nur, wenn wir auch ein Konzept Seele haben oder wenn wir daran glauben, dass es eine Seele gibt oder kann sich Liebesfähigkeit unabhängig davon entwickeln? Das war meine Frage. Würde ich sagen, also bis zu einer bestimmten Ebene oder Komplexität sicher. Aber dann glaube ich schon, dass die Seele mitspielt. Dazu habe ich die Frage, wie erlebst du deine Seele in dir? Ich meine an alle, nicht nur an dich. So, ich kann etwas berichten. Ich mag die Selbsterforschungspraxis, also mit Selbsterforschung in die Fragen tiefer zu schauen. Und zum Beispiel die Frage, wonach sehnt sich deine Seele? Das kenne ich aus einer Übung und das wurde ich einmal für ungefähr 10 Minuten lang gefragt von jemandem. Immer wieder mit Pausen und sehr ruhig in einem sehr stillen Moment. Und es kamen zuerst Antworten aus dem Kopf. Irgendwann, also ich kenne ähnliche Übungen auch, und irgendwann kam ein Purzelbaum rückwärts. Und es war wirklich, irgendwo kam dieser Satz her. Und es kamen andere Sätze, an diesen einen erinnere ich mich, weil der kam aus einem Nichtwissen, aus einem echten Forschen, der war plötzlich da. Und das bedeutet, ich kann irgendwo in diesen Zugang gehen. Ich kann etwas suchen und das entzieht sich dann meinem Verstand und vermutlich dann auch meinem psychischen Modell von, wie Seele sein sollte. Es ist eine Form, wie ich erlebe, in Kontakt mit meiner Seele zu sein. Ein anderes Beispiel ist eine Aufstellungsarbeit. Also ich leite die ja auch. Also zum Beispiel jemanden, 3 Leute sich aufstellen zu lassen für die Seele von einer Person, einem verlorenen oder nicht erkannten Seelenanteil und sich selbst dazu. Und diese Dreiheit aufzustellen, führt immer dazu, dass die Seelen wie eine Quellenergie haben, eine sehr große, starke Energie. Und die ist anders, als wenn ich psychische Teile aufstelle, zum Beispiel. Interessant. Also für mich ist es ein sehr kausaler Zugang zur Seele. Also sozusagen nichts. Es geht über das Gefühl hinaus, über das Subtile hinaus. Das ist eher ein Bezeugen, würde ich sagen. Also, und ja, und das in Worte zu fassen, ist auch wieder schwierig. Aber
Und die Liebe ist nicht die Seele, aber die Seele kann Liebe sein oder Liebe leben oder Liebe. Also ich kann darin aufgehen, sage ich mal. So vielleicht. Ja. Du hast, habe ich das richtig verstanden, du hast gesagt, geht über das Subtile hinaus? Ja. Und wohin? Also es ist für mich ein mindestens kausales. Mhm. Ich würde es im Kausalen sogar verorten, am ehesten. Mhm. In meiner Erfahrung. Also es gibt Modelle dazu und da und das davon unabhängig, aber ich würde es da verorten. Meinen Seelenbegriff. Definieren wir vielleicht das Kausale für Leute, die dieses Vokabular nicht kennen? Genau, das ist jetzt schwierig zu machen. Genau, aber das ist wichtig. Also für mich ist es ist subtil alles, was feinstofflich ist, was mit den Sinnen erfahrbar, spürbar ist. Sind Emotionen, sind. Also ich mache es jetzt wirklich ganz einfach. Und das Kausale ist eine weitere Dimension von ja, Bezeugen, von Leerheit oder Fülle, von losgelöst von den Sinnen für mich. Und das ist einfach nur meine Form, wie ich kausal definiere. Ihr könnt das gerne ergänzen. Oder verändern. Ja, für mich ist kausal auch transmental. Und was ich von dir jetzt gehört habe mit dem Bezeugen, das ist trotzdem noch mental. Und für mich ist das, da sind manche Autoren machen den Unterschied subtil und sehr subtil, gell? Und kausal ist wirklich nochmal da raus. Und trotzdem noch nicht non-dual. Auch ja, genau. Da kann man, ich meine, im Hinduistischen sind in unterschiedlichen Systemen sind noch ganz viele Zwischenstufen ausdifferenziert. Das kann man immer tun, glaube ich. Weiter ausdifferenzieren, Zwischenstufen. Könnt ihr ein Beispiel geben für kausal? Was ist ein kausales Erleben zum Beispiel? Des kausalen Bereichs. Zum Beispiel, hört man mich gerade? Ja. So eine sehr intensive Naturerfahrung, also so eine Verbundenheit mit Natur zum Beispiel. Wäre für mich eine kausale Erfahrung. Oder also reicht von sehr feinstofflich bis kausal. Also Marie-Rose, ich verstehe diesen Unterschied, den du machst. Es kann beides sein. Kann ich dich da fragen, wenn ich zum Beispiel rausgehe und den Frühling sehe und plötzlich so schöne Blumen oder was immer und plötzlich geht mir wie das Herz auf. Ist das eine kausale Erfahrung? Wenn ich das Gefühl habe, noch nicht. Noch nicht. Was braucht es dann noch? Eine verbundene Einheitserfahrung oder eine Verbundenheitserfahrung damit. Ah, okay. Nicht, dass das da draußen ist, sondern dass ich da dazugehöre. Okay, das macht Sinn. Mary Rose, wenn du sagst transmental, das heißt, es ist jenseits der Begriffe. Ja. Du bist dumm, Marie-Rose, wenn du sprechen willst. Ach so. Ja, würde ich so sagen, auf jeden Fall, ja. Aha, weil ich habe das immer erst beim Non-Dualen angesetzt, dass du also im Begrifflosen bist. Aber das ist vielleicht eben nur jetzt semantische Schachteln. Ja, das Non-Duale ist noch mehr, da ist das andere wieder dabei. Also ich beziehe mich jetzt zum Beispiel darauf, auf die drei Stufen der Naturmystik, Gottesmystik, formlose Mystik
Und dann das Aduale, die Adualität, die hat alles zusammen. Mhm. Lass doch mal zur Seele zurückkommen. Ja. Ich wollte euch ein bisschen was erzählen und dann auch eine Frage stellen. Ich habe also jetzt 3-mal mit Victoria gearbeitet in den vergangenen Past Life Regression Rückführung in vergangene Leben. Und was ich da so spannend finde, ist, dass dann Sachen hochkommen. Ich kann ganz klar unterscheiden, oh, das ist jetzt mein Kopf und überlegt sich jetzt was und das kommt einfach an. Ja? Und meistens sind es Bilder. Und dann fragt sie geschickt nach und dann kann man die erklären irgendwie oder man kann die dann klarer machen. Und ich habe das Gefühl, dass das Ausdrücke der Seele sind. Und nicht unbedingt meine, also der jetzigen, sondern gestern oder wann das war, da war ich ein Hirte irgendwann vor langer Zeit, dessen Frau und Kind in den Abgrund runtergestürzt sind. Ich meine, auf sowas kommst du nicht, wenn das denkst du dir nicht aus. Es tauchte dann plötzlich einfach auf und es ist schade, dass Victoria nicht dabei ist. Die Frage, ist das die Seele, die das sozusagen in der Erinnerung hat oder in sich trägt und mir dann die sich eröffnet in diesen Momenten, wenn ich danach suche? Oder was ist das? Es könnten einfach auch Identifikationen sein, in Resonanz gehen mit, es ist ja alles in der Noosphäre drin, was schon je gelebt worden ist oder was gleichzeitig ist. Und es könnte wirklich ja, in Resonanz gehen aus deiner jetzigen Persönlichkeit, aus deiner jetzigen Psyche, aus deiner jetzigen Inkarnation heraus in Resonanz gehen mit irgendetwas, was es schon mal gegeben hat. Und was dir jetzt helfen kann, ich sehe die Reinkarnationstheorie oder Reinkarnationserfahrungen als eine Projektionsebene, die uns einfach helfen kann. Das ist wunderbar. Wer ist dann, der das aussucht, mit wem du in Resonanz gehst? Ist das dann die Seele? Das, wenn man da Seele draufsetzt, ja. Spannend. Seele sein. Ich habe dich stumm geschaltet, Daniela, da kommen öfter so knackende Geräusche rüber. Ist es jetzt wieder besser? Mhm. Okay. Ja, tut mir leid. Ich hatte gerade einen Kater, der hier rebelliert hat. Deswegen war ich kurz auch aus dem Bild. Ja. Und habe euch aber gehört. Was ich jetzt gerade eben auch denke, ist das, was du gerade gefragt hast, Heidi, dafür nehme ich den Begriff Seele. Ich habe keinen anderen dafür. Oder es ist meine Erklärung. Und die ist vielleicht auch nur eine Nothilfe. Aber das ist das, was mir im Moment eben am leichtesten ist, um mir diese Formen von Erfahrung, gerade frühere Leben oder so, irgendwo denkbar zu machen. Also ich brauche dafür einen Begriff und dafür passt der Begriff Seele für mich schon. Ja, für mich auch. Ich habe sowas ja vorher noch nie erlebt und habe nicht mal gedacht, dass ich zu sowas fähig wäre. Und da war ich total erstaunt, dass da Bilder auftauchen. Und auch ziemlich im Detail. Ja? Also es ist nicht unbedingt nur so eine vage. Manchmal ist es vage, aber manchmal ist es wirklich... Und da dachte ich mir auch, ja, das könnte möglicherweise Seele sein. Und die Frage ist es, ob es immer meine Seele ist? Ja, das ist eigentlich fast egal. Ne? Und insofern stimme ich mit der Marie Rose überein, dass das etwas ist, was im Moment offensichtlich resoniert oder relevant ist und als Erklärung oder als, was weiß ich, Botschaft. Für mich ist auch noch, weil wir vorhin irgendwann auch von der Verbundenheit gesprochen haben. Ich träume sehr oft jetzt von längerer Zeit Verstorbenen und ich frage mich eben, ob das eben auch dann Anteile von mir sind, die ich hier in dieser Person gefunden habe und jetzt im Traum, also nicht im Wachbewusstsein, aber im Traum sind sie sehr deutlich und
Das schon öfter. Also das ist, als ob ich keine lebenden Bekannten hätte oder Freunde, sondern ich träume also immer von Toten derzeit. Aber durchaus freundlich und angenehm. Es kommt darauf an, ob du da die Theorie zugrunde legst, dass alles, was du, welche Figuren du träumst, in deinem Traum mit dir zu tun haben und dann guckst, welche Qualitäten das sind. Und es gibt ja viele verschiedene Art von Trauminterpretationen, nicht? Also es kann auch durchaus, können auch, sagen wir mal, visionäre Träume sein, nicht? Dass sie mit dir sprechen. Das kann auch sein. Wenn man davon ausgeht, dass möglicherweise eben ein Zusammenhang zwischen dieser Welt und der Anderwelt ist, dass das eine Kommunikation ist. Keine Ahnung. Ich glaube, es hängt von dir ab, wie du das siehst, wie du das empfindest, als was. Empfinden ist, glaube ich, das richtige Wort, also das wichtigste Wort in dem Zusammenhang. Was löst das für ein Gefühl in mir aus? Sonst habe ich mir allmählich Trauminterpretationen abgewöhnt. Also es gibt so viele. Ich interpretiere sie eigentlich nicht mehr. Nur es gibt unterschiedliche Art von Träumen, das ist klar. Es gibt also visionäre Träume oder telepathische Träume und eben Tagrestträume. Also da können wir auch einmal ein eigenes Thema drüber machen, vielleicht, über das Träumen. Ja. Zurück zur Seele. Dass sich die Individualseele auflöst nach dem Tod. Wie seht ihr das? Keine Ahnung. Erscheint mir so vom Kopf her, erscheint es mir logisch, dass die Seele ein größerer Körper ist als die Psyche und von daher auch länger und in anderen Dimensionen leben kann als der Körper und die Psyche. Erscheint mir logisch. Sehe ich auch als holarchisch zum Beispiel. Könnte ich mir als holarchisch vorstellen. Und die dann wieder eingebettet ist in der Menge, sagen wir mal, der anderen Seelen und ein größeres Ganzes bildet. Ja, dass es Seelenfamilien gibt oder, ja. Was war, weil du jetzt wieder die Wada Hasselmann irgendwo einfließen hast lassen, was war für dich... Weil du hast ja schon länger auch mit ihr zusammengearbeitet. Was war für dich, was dich jetzt am meisten berührt hat und ich will nicht sagen weitergebracht hat, aber... War so eine Beruhigung, so ein... Ja, es gibt wirklich etwas, das nur zu mir gehört. Ich habe das gebraucht, diese Beruhigung. Vielleicht braucht jemand anders das nicht. Hallo Anna. Ja, hallo. Ja. Spät, aber doch. Beruhigung, dass es ein System gibt oder dass es... Beruhigung, ja. Das ist, oder das, ob es jetzt eine Illusion ist oder nicht, es hat mich so berührt, als ob es so wäre. Ne? Als ob es ein System geben könnte, in dem ich geführt werde und in dem ich drin bin und dass ich nicht einfach nur so im Universum herumfliege und zerfleddere und in der ganzen Komplexität und allem drum und dran, hat es mich ein bisschen so, mir ein Gefäß gegeben, in dem ich mich gehalten fühle. Ja, und das habe ich gebraucht oder das hat mir wirklich gut getan, ja. Ich habe inzwischen auch 5 Bücher von ihr im Regal stehen und arbeite mich durch. Und ja, also es beruhigt mich nicht, aber es ist irgendwo, hat es System, sagen wir mal so. Es hat ein System und ich weiß nicht, wo ich mich einordnen soll und es ist mir auch ziemlich egal. Aber es ist beachtlich,
weil Sie sagen ja auch, dass Sie von der von der astralen Ebene, oder? Von woher channelt Sie? Astrale Ebene, ne? Nicht kausale, astrale Ebene, ja. Ja, dass die Seelen, die inkarnieren, dass die in den Zwischenleben, also dass die da auf die Astralebene gehen, aber nicht auf die Kausalebene. Mhm. Kausalebene würden nur Seelen gehen, die eben wirklich abgeschlossen haben mit physischen Inkarnationen. Mhm. Gut, ist ein System. Okay, können wir mal kurz Anna begrüßen und ist ihr Check-in und was sie von Seele hält oder erfährt oder fühlt oder was das sein könnte und wie es sich in deinem Leben äußert? Also erstmal hallo und ich habe ja rückgemeldet, dass ich später komme, weil ich einfach aus Kondomor komme, aus einem Illustrationskurs. Und ich würde gern einfach erst mich ein bisschen einhören, also weil ich mal überlegt habe, wie erfahre ich es. Ich habe vielleicht nur so viel, dass ich einfach Phasen in meinem Leben habe, wo ich mich absolut abgeschnitten fühle und sowohl mental als auch emotional. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich mich total verbunden fühle mit was Größerem. Und das ist für mich das Bindeglied, eben die Seele, die so wie ein Einklinken in das Größere an einer Stelle, die für mich stimmt, also oder die zu mir passt oder vorherbestimmt ist oder wie auch immer. Heißt das dann, dass in den schwierigeren Zeiten, wo du das nicht fühlst, dass da deine Seele dann keinen Zugang zu ihr hast? Oder? Ja, da bin ich auch dann sehr auf der rationalen Ebene oder im Zweifel, soll man so sagen. Also da bin ich wenig im Vertrauen. Mhm. Wenn ich im Vertrauen bin und mich weiter fühle, dann ist auch die Verbindung wieder da. Ich würde gerne ein bisschen zuhören, weil ich mich so wie einschwingen möchte. Ich komme einfach aus dem Auto gerade und vielleicht ist noch eine Gelegenheit, aber ich freue mich überhaupt, dass ich noch dabei sein kann. Mir gefällt das Wort eben, was du jetzt gesagt hast, Bindeglied zwischen etwas Größerem. Also das ist für mich, fühlt sich für mich auch sehr stimmig an. Ne? Ich bin hier in diesem kleinen Körper und da es gibt etwas, das viel, viel größer ist. Und Seele ist ein Bindeglied. So erlebe ich es auch. Wo ist für dich der Sitz der Seele? Du hast es. Ja, ich erlebe sie als größer als ich. Also nicht in meinem Kopf oder in meinem Herz, sondern ich bin da drin. So erlebe ich das. Mhm. Und sie ist aber größer als ich. So erlebe ich sie. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich wie so in einem Ei drin bin, ja, und was sich dann nach außen expandieren kann. Ja, das könnte vielleicht das Erleben sein. Das ist spannend. Vielleicht kann ich doch ergänzen, also weil ich nun mal meins ist, also nicht mehr so total, ich identifiziere mich nicht damit, aber ein Aspekt mit dem Human Design mag ich einfach sagen, also weil das die These ist, dass die Seele nichts anderes ist wie der Persönlichkeitskristall, der übrigens nicht im Körper sitzt, sondern oben drüber, auf irgendeinem sozusagen nicht im materiellen Schicht des Körpers. Und der inkarniert sozusagen immer wieder, das ist der Teil, der kommt und geht. Der Körper sozusagen geht zur Erde zurück, das was alle spirituellen Traditionen sagen. Körper wird nur einmal benutzt, wenn man das so ganz platt sagen würde. Und der Persönlichkeitskristall ist die Sprache des Human Design. Das ist eben das, was immer wieder neu inkarniert. Und weil du witzigerweise das gesagt hast mit dem Ei, die Führung, also die Führung, die Verbindung, die zwischen dem Größeren und dem Kleinen, dem inkarnierten Ich, also was halt momentan da ist, ist diese große These, dass wir durch ein magnetisches Monopol
geführt werden, auf unserer Flugbahn durch den Kosmos geführt werden. Und es ist immer die Einladung, wie in ganz vielen spirituellen Traditionen, dass wir uns dem hingeben, also dass wir dem vertrauen, dass wir geführt werden. Die Hundeseele rührt sich. Das heißt also, dieser Kristall wäre auch dem Tropfen, von dem wir am Anfang gesprochen haben, den der Wilber auch erwähnt, also dass es ein Tropfen ist, der praktisch weiter inkarniert und unsere Essenz aufnimmt. Ich vermute, das ist dasselbe. Ja, ja. Andere Sprache halt. Ja, genau. Mhm. Und vielleicht eben noch diese Dimension von in irgendeiner Form Ordnung, die Idee von Seelenfamilien, also von Bündeln. Also im Human Design heißen die Bündel. Und dass, wenn man in Anführungszeichen korrekt geht nach dem Tod, also wenn der Körper nicht unter die Erde kommt oder zu früh verbrannt wird, das ist ein großes Thema. Also wenn er sozusagen innerhalb von 72 Stunden abgeholt wird, nämlich von seinem Bündel. Es gibt sowas wie eben diese 12 Bündel oder Familien. Könnten wir darüber sprechen? Es hat mich in der letzten Zeit auch immer wieder beschäftigt, weil die Tibeter lassen ja, es ist natürlich kühler dort, aber sie lassen die Toten ruhen auf ihrem Lager oder wo immer sie eben sitzen oder liegen. Ich weiß nicht, wie lang, aber es ist doch ein gewisser Zeitraum, in dem man den Körper nicht bewegen soll. Habt ihr da irgendwelche Informationen, aus welchen Gründen? Also so, die Stimme, also das Human Design ist ja im Kern eine Information auch von einer Stimme, von einer Erfahrung, die dieser Überbringer, der Messenger eben gemacht hat. Und die Stimme angeblich, die hat eben gesagt, in einem Zeitraum von 72 Stunden, es gibt irgendein Signal sozusagen, da ist der Designkristall, der geht in die Erde und der Persönlichkeitskristall, der hat sowas wie eine Möglichkeit zu informieren, dass er abgeholt wird. Und deswegen seien diese 72 Stunden total wichtig. Die große Frage ist aber, was ist in Indien, also mit in allen Sterberitualen, wo ganz früh verbrannt werden muss, wo es die Tradition ist. Also es gibt keine Garantie, dass es innerhalb der 72 Stunden ist. Es kann auch schon nach 5 Stunden der Fall sein. Aber ich habe zum Beispiel in meinem Geldbeutel, habe ich eben sowas, und meine Schwester weiß das auch, diese Bitte, man möge eben, wenn es geht, nicht unter die Erde oder in irgendwelche Kühlkammern kommen als Körper. Also nicht bewegt werden, was du gerade gesagt hast. Ja, aber Kühlkammer? Ja. Entschuldige. Nein, ja, heute werden alle in die Kühlkammern gelegt. Ne? Ja, 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 Stunden, was sind das, 3 Tage? Das sind die berühmten 3 Tage, die es halt in Bayern zum Beispiel gibt. Ja, in der katholischen Kultur war es schon auch die Gewohnheit, dass der Mensch nach 3 Tagen beerdigt. Also, früher bist du ja aufgebahrt worden, aber jetzt wird es möglichst schnell. Ja. Ja. Genau. In die Kühlkammer. In die Kühlkammer. Im tibetischen Totenbuch ist es, also ich habe diesen Text gelesen für meine Großmutter komplett. Und da ist es, ich habe es so verstanden, also ich habe mit der Übersetzung von Wolf Mirko gearbeitet, die auch so ein bisschen freier ist und ein bisschen westlicher. Ich habe verstanden, dass einfach das, was übergeht in das Leben nach der körperlichen Existenz, wenn wir das Seele nennen, sozusagen verwirrt sein kann. Und dass diese Verwirrung so, eben stärker ist, wenn mit dem Körper etwas passiert. Also dass sozusagen dieses Austreten schon relativ schnell geschieht, dass dann aber wie ein Loslösen noch stattfindet. Und je mehr dann, also wenn der Körper weggetragen, verbrannt wird, wenn es Unruhe gibt, all das scheint diesen Übergang zu erschweren. Also zumindest deutet da der ganze Text darauf hin, der vom tibetischen Totenbuch gelesen wird. Das sind das eben auch, ist es auch diese Zeit.
Es ist eigentlich erstaunlich, weil wir doch jetzt so uns bemühen, eine Sterbekultur zu entwickeln, dass das eigentlich noch, also die alten Traditionen da gar nicht beachtet werden. Also du hast zwar jetzt, dass du ein Recht hast, dein Leben zu beenden in manchen Ländern, aber die näheren Details der Sterbeumstände, die vielleicht für die Seele wichtig sein können, das habe ich bisher noch nicht. Vielleicht sollten wir das auch einmal einfließen lassen in den Mainstream. Ja. Ich frage mich eben, ob es da eben auch Evolution gegeben hat und ob Bedingungen, die früher richtig waren und Zeiten, die früher angegeben worden sind, auch je nach, sage ich jetzt mal, Seelenalter oder Seelenqualität oder Bewusstsein des Menschen, dass da die Zeiten damit ändern können. Und dass es vielmehr darum geht, heutzutage reinzuspüren, wenn jemand stirbt. Ist er noch da? Ist er nicht mehr da? Was ist noch da? Braucht er noch was? Braucht er nicht mehr? Und dass man sich da nicht unbedingt an alte Texte halten muss oder an irgendwelche gechannelte Dinge oder an Konzepte oder was auch immer. Weil die haben von Kultur zu Kultur auch geändert. Und wenn wir jetzt gucken, ja in der Kühlkammer, gut, das ist ja wirklich sehr abstrakt, ne? Aber von, rein von der Temperatur her, in Sibirien sind die eh auch in der Kühlkammer, ne? Sind sie da, ne? Also für mich geht es vielmehr darum, ja, wirklich jetzt zu spüren, was stimmt. Wenn ich mit jemandem, der gestorben ist, ich denke jetzt an meinen Vater oder an meinen Sohn und wie das war, mir war das Wichtigste, dass ich in meiner Präsenz blieb und dass ich in Kontakt blieb mit den Menschen. Und hast du auch, entschuldige Heidi, ja? Weil ich wollte jetzt fragen, hast du auch energetische Phänomene erlebt? Ja. Ja, ich auch. Ja, ganz klar. Ja. Ganz klare. Mhm. Also ich war beim Tod von meinem Schwiegervater, von meinem Vater, von meiner Mutter dabei. Und es war jedes Mal ein Geschenk. Es waren also immer energetische Phänomene, die völlig unerwartet waren. Und ja, wunderbar, wunderschön. Kannst du was sagen, weil ich da gar nicht mitreden kann? Also was meint er mit energetischen Phänomenen? Am einfachsten ist es zu beschreiben, ich bin erst gekommen zum Sterbebett meines Schwiegervaters, als er schon tot war. Mein Mann war dabei, aber ich bin ohne Auto, also mit Taxi dann gekommen. Und ich habe mich einfach daneben hingesetzt und nichts gedacht und aufgemacht. Und da kam plötzlich eine männliche Essenz, die für mich die Idealessenz eines Mannes ist, die er aber sein ganzes Leben lang nie zeigen konnte und nie gezeigt hat. Er war also immer sehr dominierend und das war plötzlich also eine, die dich umfängt und stützt und nach Rauch und also es war wunderbar. Mir sind vor Freude die Tränen hinuntergeronnen, weil es also unerwartet war. Und dann kam die Krankenschwester und hat gedacht, also ich, und hat mir einen Tee gegeben, damit ich mich wieder aufrichte. Okay, also ich vermute auch, dass das Personal in Pflegestellen auch von dieser Energie hin und wieder etwas bekommt. Und das ist sicher ein großes Geschenk. Ja, da gibt es Berichte von Leuten, die eben Sterbebegleitung machen und die reden alle davon, ne? Aha. Ja, ja, ja. Ja. Habe noch nichts gelesen, aber ja. Ich habe bei meinem Vater, ich bin auch gekommen, so eine halbe Stunde, nachdem er tot war. Und er war noch ganz klar da, aber er war wirklich noch ganz klar da. Aber er war so friedlich, es war so friedlich. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, er hat für sich den Zeitpunkt gefunden, wo er gehen will. Und dann war das zwar so stimmig und das hat mir so gut getan irgendwie, ja. Und ich habe noch eine Zeit lang dann ihn näher gespürt auch, bevor er dann langsam weggegangen ist. Und anfangs die ersten Jahre war er auch noch am Grab, konnte ich immer wieder noch sehr klaren Kontakt haben. Und jetzt ist er aber auch dann, irgendwann ist er da auch viel weiter weggegangen, viel weiter weg gewesen.
Okay, jetzt probiere ich es nochmal, ob er mich hört. Heidi, ich höre dich schlecht. Er hört mich nicht? Schlecht. Ganz leise. Das ist aber komisch. Wie kommt das? Mein Mikro ist doch da. Ist es anders als vorhin? Ja, das Bild ist klein. Komisch. Naja, wenn er mich noch hören könnte, ich wollte noch mal was zu den 3 Tagen sagen. Das hat ja Fälle gegeben, wo Leute nach 3 Tagen wieder auferstanden sind, in dem Sinne, dass sie eben gar nicht richtig tot waren. Das war zu der vorwissenschaftlichen Zeit sicher, wo man es nicht hat feststellen können. Aber ich überlege mir, ob das nicht heute trotzdem noch passieren könnte. Ich höre gar nichts mehr. Oh je, Heidi. Komisch. Jetzt hören wir dich wieder, ja, aber ganz leise. Das ist sehr komisch. Also dann redet ihr mal weiter. Okay. Ja, also was zum Thema Seele in dem Zusammenhang wäre, ist das die Seele, ist das die Essenz des Menschen, die sich da bemerkbar macht? Also wie spürst du deinen, wie hast du deinen Vater am Grab dann gespürt? Als was waren seine Charakteristika, dass du wusstest, das ist mein Vater? Es sind mehrere Dinge. Es ist eine visuelle, aber eine subtile visuelle Impression gewesen. Und es sind so Antworten gekommen, so Sätze. Mir fällt auch gerade noch was ein, was ich vielleicht erzählen würde. Das ist zwar auch wirklich sehr von meinem Sohn. Der stand unter ganz extrem stark, sehr starkem Alkoholeinfluss, als er gestorben ist. Und da war er tatsächlich für mich weg. Und er ist erst ein paar Tage später auf einmal, ist er ganz stark gekommen. Ist er ganz klar dann da gewesen. Also das, wenn ich jetzt so, interpretiere ich das so, dass irgendwie er aus diesem Alkoholdunst rauskommen musste oder dass seine Seele und seine Persönlichkeit sich eben erst einmal wieder irgendwo verbinden mussten. Irgend sowas. Es war für mich in dem Moment, ja, es war eben so, ne? Dass er erst ein paar Tage später so richtig, richtig wahrnehmbar wurde und dann relativ lange noch kam und auch in Meditationen und wo ich mit ihm reden konnte und er mir geantwortet hat. Also es hat eben Antworten gegeben, ne? Die ganz klar waren und dann war irgendwann war Frieden. Natürlich kann das auch Teile von mir gewesen sein, ich weiß es nicht, ne? Aber wenn es eine Seele gibt und dann hat es eigentlich eine Logik gehabt und dann hat es dann hat sich da etwas weiterentwickelt für ihn nach dem Tod und auch für unsere in unserer Beziehung hat sich da etwas weiterentwickelt. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Wie alt war dein Sohn? 42. Ja. Also gerade im Gespräch mit dieser Seele oder mit dem, was von seiner Persönlichkeit da noch eine Zeit lang übrig war, hat sich vieles zurechtgerückt, weil wir ja auch nicht wissen, welche Aufgaben welche Seele hier in diesem Leben hat, ne? Ja. Und es konnte sich abrunden. Also es konnte irgendwie rund werden im Nachhinein durch diesen Tod, durch diese Kontakte nach dem Tod. Mhm. Wie auch immer man die interpretiert. Ich mag es jetzt gerade noch mal probieren. Hört er mich? Ja. Jetzt hört er mich. Also sowas Komisches. Ja.
erst vorhin, was ich anbringen wollte, war die 3 Tage des Sterbens, dass es eine Sitte war, um auch die Möglichkeit auszuschließen, dass nicht jemand nicht tot war. Und ja, und hier ist es 2 Tage. Und als Marc starb, hieß es, er könne schon nach einem Tag beerdigt werden. Da war scheinbar der Arzt überzeugt, dass er tot war. Aber er ist erst nach 3 Tagen beerdigt worden. Ich habe ihn hier behalten. Aber ich habe, als er starb, es war so plötzlich, wir haben ihn nur von draußen in unser Schlafzimmer gebracht, aber ich hatte das Gefühl, er war total weg. Ich hatte überhaupt kein Gefühl von noch Nähe. Ich habe dann die Tage später, habe ich die Nähe in Form dieses Kranichs am Fluss, wo wir immer waren, gesehen. Nicht? Der Kranich war dann 95% der Fälle und ich bin fast jeden Tag dort unten gewesen. Bis Weihnachten war er immer da und manchmal hat er mir nur auch geantwortet, ohne da zu sein. Aber und jetzt, seit Weihnachten, zeigt er sich nicht mehr. 1 oder 2 Mal habe ich noch ein Kra-Kra gehört. Aber komischerweise, wenn ich jetzt alleine bin, habe ich oft das Gefühl, ich bin nicht alleine. Mhm. Aber es ist nicht es ist so, als wäre irgendwie drumherum, aber es ist nicht greifbar. Ja, es ist nur so ein Gefühl von begleitet sein, sagen wir es mal so. Aber es waren keine solche Phänomene in dem Sinne. Während als meine Mutter starb, hatte ich das Gefühl, es war auch so ein langsames Hinübergleiten und das war wie so ein, dass sich der Raum damals so ja, heilig auflud oder sowas ähnliches. Ja. Und bei Marc war das als wie, bomm. Also vielleicht, wie er vorhin gesagt hat, dieser Schreck darüber, dass die Seele plötzlich verwirrt war, das könnte durchaus sein. Ja. Komisch alles. Jetzt reden wir von der Seele und reden hauptsächlich vom Sterben. Ja, weil sie sich da vielleicht mehr offenbart oder wir mehr meinen, sie da erkennen zu können und vielleicht geht sie weiter. Wir fingen an, damit zu reden, ob sie weitergehen kann und so weiter. Na, es sind exzeptionelle Momente und Situationen und ich nehme an, wenn wir so unseren Alltag leben, vergessen wir halt auf die Seele hin und wieder. Also zumindest ich, naja. Also ist noch Zeit für eine Frage? Ja, das kommt auf euch drauf an. Ich habe Zeit. Also vielleicht zur Einleitung, bei mir ist meine Schwägerin gestorben vor jetzt 6 Wochen. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt habe. Die ist nur 1 Jahr älter als ich und die ist völlig überraschend gestorben. Und ihre Tochter, die hat mir, die war jetzt da, die lebt in England und die war jetzt hier und hat erzählt, aber inhaltlich weiß ich es nicht, sie hat eben über 2 Medien, Channel-Medien Kontakt zu ihr. Ich wollte nicht in sie dringen und deswegen bin ich jetzt ganz erstaunt in diesem Kreis. Also anscheinend ist das denkbar, weil für mich ist die große Frage, ist Bewusstheit in der Form, also hat Seele sowas wie ein Anteil von der Persönlichkeit sozusagen, kann ich Kontakt aufnehmen zu dem Menschen sozusagen, der dieser war in der Inkarnation. Also ob dieses Bewusstsein die Form braucht. Bin ich mir nicht sicher. Also es könnte sein, dass es in so einem Übergang die Form braucht, wenn zum Beispiel die Zurückgebliebenen diese Form, wenn es dienlich ist sozusagen für den Abschied von jeweils. Aber ich glaube, dass es, also ich habe das jetzt auch immer so erlebt bei Menschen, die gestorben sind, die mir sehr nahe waren, dass es wie so Phasen gab und irgendwann war es weiter weg.
so ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, Heidi, oder auch Marie-Rose, ist eine Zeit eines Näherspürens oder Näherwahrnehmens und ein, wie wenn es danach in etwas Größerem aufgeht. Und dennoch ist da ein Bezug, aber der ist nicht mehr so konkret. Und da ist auch, ich kann mir das vielleicht vorstellen in diesem Körper als Hilfe, aber das braucht es eigentlich nicht mehr. Es ist mehr so eine Essenz, es sind so einzelne Qualitäten. Also bei meiner einen Großmutter sind es nur noch bestimmte Qualitäten, die, in denen ich mich manchmal verbunden fühle. Also wie wenn sie auftaucht. Und da weiß ich jetzt auch, dass jemand eher schamanisch arbeitet und mir dann auch meine Großmütter mal an die Seite stellt. Und ich das dann eigentlich nur, wenn ich es dann erzähle, höre, dass es passiert ist. Und es ist aber nicht mehr so konkret und körperlich in der Vorstellung, wie sie waren. Es ist wirklich anders. Ja. Ich habe übrigens heute Nacht vom Ken Wilber geträumt. Der lag auf einem Bett und ich sollte einen Vortrag halten und das Skriptum war irgendwo verschustert. Aber ich glaube schon, dass er noch unter den Lebenden ist derzeit. Also ich hoffe es zumindest stark. Ja. Aber es ist schon auch für mich also ein in Resonanz gehen mit Anteilen der jeweiligen Person, also wie du Daniela da geschildert hast. Das. Und dort, ja, weiter weg, näher da. Es ist einfach in uns auch etwas, das mitwebt, mitresoniert. Mhm. Mitschwingt. Mitschwingt. Ja, das würde ich auch so sehen. Oh, jetzt bist du wieder deutlich da, Heidi. Das ist erfreulich. Ich weiß nicht, woran das lag. Also die Wunder der Technik. Ja, ich finde, wir haben jetzt sehr schön lange geredet und das abschließende Schweigen hat mir auch sehr gut gefallen. So würde ich sagen, dann machen wir noch eine kurze Schlussrunde und sehen uns nächsten Monat. Möglicherweise zum. Wir sprechen zu welchem Termin? Ja, ich fange noch mal an und greife das auf, was du, Monian, gesagt hattest. Jetzt, wir wollten über Seele reden und dann haben wir auf einmal über Tod geredet, ne? Und ist das wohl normal so, weil das ist der Punkt, wenn jemand stirbt, wo man am nächsten an der Frage dran ist. Hat er eine Seele? Bleibt da eine Seele übrig? Ja, wir hätten vielleicht auch von Geburt reden können. Und war da schon eine Seele? Und ja, und kann man da schon eine Seele spüren? Das davon hätten wir ja. Aber gut, es war ja, sehr spannend und es bleiben einfach Fragen. So, ja. Gehe ich weiter. Das ist aber okay, wenn Fragen bleiben. Ja, ich weiß eigentlich kaum was zu sagen. Ich bin teilweise sehr berührt worden. Teils schmerzlich, teils erfreulich. Ob das jetzt meine Seele ist, die auch berührt wurde, oder die Psyche, weiß ich nicht. Aber was soll's. Ich danke euch jedenfalls sehr für eure Offenheit. Es ist immer wieder berührend und wohltuend.
Ja, danke, mag ich mich anschließen. Also ich werde mir es anhören, den ersten Teil. Und ich merke, ich bin zurzeit sehr so wie an einem Punkt wieder, wo ich diese Verbindung vertiefen möchte. Also weil ich habe ja beschrieben Wellen und da erlebe ich eben unser Gespräch oder auch das Lesen oder auch die Art von Meditation, die ich machen möchte, die erlebe ich als Unterstützung. Ja. Ich habe jemanden entdeckt, das erzähle ich aber jetzt nicht hier, sondern da schicke ich euch den Link, wo ich eine Erfahrung gemacht habe an Ostern. Ich habe mich sehr allein gefühlt und dann bin ich auf einen YouTube-Menschen gestoßen, auf einen, der nennt sich Theo-Logisch unterwegs. Und diese Sätze, die der, also das ist ein Theologe, die der mir gesagt hat, also die ich gehört habe, die haben wir so gut getan. Ich schicke euch den Link dazu, wo ich einfach merke, es braucht solche Augenblicke, wo ich denke, die braucht jeder, wo man sich eben sehr allein fühlt und dann kommen solche Stimmen, woher auch immer. Danke. Ja, mir geht es so, dass ich auch sehr berührt bin von unserem Gespräch heute und ja, einmal treffen, um die Seele zu besprechen, ist ja auch ein bisschen kurze Zeit. Und dennoch freue ich mich, dass wir es gewagt haben. Und mit euch fühle ich mich darin auch wohl. Ja, und so gehe ich heute in die Nacht. Und ich freue mich, dass ihr immer wieder kommt, um über diese Dinge zu reden. Wo sonst kann man so reden in so einer intimen Art und Weise? Und diese Neugierde, diese Erforschung, die gemeinsame Erforschung, zu welchen Themen auch immer, das macht mich immer ganz glücklich. Und ja, Dankeschön. Und ich möchte sagen zu Leuten, die das bis hierhin anhören sollten, wenn ihr mitreden möchtet, in dem Falle sind wir nur Frauen, wir sind die Frauen am Brunnen, dann meldet euch und könnt gerne dazu kommen, wenn ihr fühlt, dass das Forum wäre für euch. Okay? Dankeschön und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.